So, Freunde, gehen wir zum nächsten Level rein. Die Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. SpongeBob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. In Ordnung, aber ich kenne gar keine Eva. Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven. Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Keine Angst, Mrs. Puff, ich werde die Lenkräder zurückholen. SpongeBob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was, wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. So, okay. Guck mal hier. Bereit für eine Runde Schwammball? Cool. Geschenke öffnen ist klasse. Das kann ich mir hüpfen. Ah, okay. So, wie viel soll ich denn von diesen Dingern sammeln? So, erstmal hier drauf knobbeln. Aha, damit mache ich das auf, okay. Ach so, okay. Erstmal prüfen wir erstmal hier alles. Was hat der denn jetzt? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Wow! Was ist das gut? Ah, ich hab doch Abstand gehalten. Da ist eine Socke. Grunddose. Neuer Schwamm. Es glänzt. Nennt mich auch Schwamminator. Schreit? Nein, kann ich nicht. Okay, gut, dann müssen wir wohl da rein. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen... Dieser Roboter heißt Handschuh. Der beste Weg, ihn zu erledigen, ist von oben einen Blasenhüpfer auf ihn zu machen. Okay, gut. Was steht hier sonst so an? Hier kann ich gar nicht ansprechen. Da oben ist eine Socke. Wie soll ich denn da hinkommen? Oha! Übel! Ich darf nicht in diesen Ketchup. Oh! Checkpoint. Kann ich da rein? Glaube nicht, oder? Okay. Sandy kann ein Objekt mit dem Lasso fangen, wenn du B drückst. Ah, ich hab aber kein Sandy. Sandy kann von einem Schwunghaken schwingen, wenn du B drückst. Ich hab aber immer noch kein Sandy. Okay, muss ich erstmal Sandy finden.
Ah, okay, okay, okay. Scheint kann ich hier... Oh, da hinten ist was. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh. Noch eine goldene Hand. Goldene Hand. Goldene, goldenes Lenkrad, Mann. Mann, Mann, goldene Hand. Okay, von da bin ich gekommen. Da bin ich rein. Ah ja, okay, da muss ich mich hier durchschlängeln. Verstanden. So. Da guck ich dich rein. Einmal durch die Stadt. Was sind wir denn hier? Hä? Komm ich nicht hoch? Nee. Okay. Die Stadt. Wie denn hin? Ups. Jouch. Nein, da komme ich jetzt nicht hoch. Durch die Stadt. Schreien. So. Hä? Was geht damit kaputt? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Bin ich ja wie. Sehr interessant. Einmal durch die Stadt. Kann die Tore kaputt machen, indem ich diese Dinger. Aber sag mal, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ach so. Aha. Einmal durch die Stadt. Roll, roll, roll den Schwamm. Okay. Jetzt muss ich die kaputt machen. Hier warten und dann schießt er auf mich. Nicht ganz. Bisschen weiter. Geschenke öffnen ist klasse. Was bringt? Ja, hallo? Ouch. Ah! So. Oh, wie funkelnd. So, und jetzt musst du das vielleicht treffen. Nö. Okay, hat mir nichts gebracht. Wir müssen mal zu diesem Krater. Wo ist er denn? Einmal durch die Stadt. Wow, wow, was ist mit dir? Frisch wie eine Frühlingsbrise. So. Einmal durch die Stadt. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich rein? Nö.
Ah, verdammt! Das geht so nicht. Muss ich doch was mit dem Kugelding machen, oder was? Was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay. Gucken. Aha, da ist doch was. Daneben? Ha? Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Diese Tür ist von innen abgeschlossen? Wie soll ich denn da reinkommen? So, hier. Vielleicht. Ja, eine Socke. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Hier komme ich nicht weiter. Da ist wieder so eine Rampe. Boah, 2100 für das zu öffnen. Schön dahin. Um zu. Was? Seenadel zu reisen? Erstmal machen wir hier alles fest. Bevor wir hier irgendwo. Ui! Hinreisen. So, wie kommen wir denn da drauf? Hä? Das wackelt. Das. Trotzdem komme ich nicht. Ah! So. Ich könnte darüber hüpfen, aber. Hä? Ah, verdammt! Ich hätte es geschafft. Okay, das haben wir. Wo ist denn jetzt hier? Ach, da. Hey, Gary. Mau? Ja, freut mich, dass dir das auffällt. Ich habe ein bisschen trainiert. Mau. Nicht fertig? Heißt das nicht? Mau. Oh, das ist der Durchgang zum Dach, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist noch ein goldener Pfannenwender. Den könnte ich gut gebrauchen. Was meinst du damit, ich soll Sandy zu Hilfe holen? Ich schaff das schon alleine. Oh, was für ein großer Abstand. Okay, diesen Sprung werde ich definitiv nicht schaffen. Wie soll man da denn rüberkommen? Oh, oh, noch mehr Roboter. Beim Geist des fliegenden Holländers, dieser Abstand ist unmöglich zu überqueren. Komplett unmöglich! Okay, okay. Ich hol Sandy, damit sie mir hilft. So, wo ist Sandy? Machen erstmal die Tür auf. Oh! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Klasse. Was sollst du denn? Sandy kann über den Abgrund zum nächsten Dach gleiten, wenn sie einen Doppelsprung macht und anschließend A gedrückt hältst. Ja, aber ich brauche erstmal Sandy. Weg hier. Sie hiermit? Finde ich Sandy? Nee. Boah, da oben ist so ein Ding, aber
Ich denke mal, ich muss die erstmal finden, oder? Ich glaube nicht, dass ich die hier direkt wechseln kann. Oh, doch! Krass! Gemein. Was soll ich denn? Aha, über das Dach, okay. Woohoo, wundervoll. Schauen wir uns doch mal hier um. Ob wir hier irgendwas sehen? Was wir vergessen? Woo! Ist mir gefallen. Kawabunga! Kann ich hier nicht drauf? Doch, kann ich doch. Ah, nee, kann ich doch nicht. Ui. Je glänzender, desto besser. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da. Sandy kann einen Handkantenschlag machen, wenn du X gedrückt. Wenn du in der Luft einen Handkantenschlag auslöst, wird dieser stattdessen zu einem Karate-Tritt. Oha. Aber irgendwo... Kann ich doch von wo nach da irgendwo? Wo war denn dieses? Keine Ahnung. Wie war das jetzt hier? Sandy kann im Moment lassen fragen, wenn du B drückst. Aha. Ah! Okay. Sandy kann einen Roboter mit dem Lasso fangen, wenn du B drückst. Hallo. Okay, einfach kaputt gemacht. Wow! Immer wieder. Okay, schon besser. Weg hier. Okay, das haben wir. Ah! Schwindelig. Leg dich niemals mit Texas an. Da hinten ist eine Socke. First National Bank. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall mal hier oben. Die Socke haben wir. Und 11 Stück muss ich von den Dingern sammeln. Kannst du das zerstören? Opa. Oh, da hinten ist ein Pfannenwender. Dafür müsste ich von dem... Nicht, dass ich das schaffe, oder? Ah, doch. So. Exit? Wie Exit? Exit? Wohin Exit? Hä? Drücke RB, um zu den Dächern zu reisen. Dächern. Oder gehen wir erstmal zum Needle-Dinge da hinten. Ah, jetzt bin ich hier oben. Das wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt wieder runterhüpfe. Hey Larry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee.
Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach, die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry. Abgemacht. Okay, Larry. Zack. Ah, so. Jetzt haben wir hier so ein portables Ding. Oha. Weg mit dir. Eine Erfrischung. Au. Da! Boah, 2000 wieder! Langsam werde ich meine Kröten hier los. Was ist denn das hier? Hallo? Hä? Um die Brücke wieder aufzubauen? Alles meins. So, und jetzt? Bin ich hier? Wo war die Antenne? Gute Frage. Ach, da ist eine Kiste. Noch besser. Was? Nee, da brauchst du... Ah, Bushaltestelle. Gucken wir mal, was der Knopf macht. Okay, Freunde. Das macht der Knopf. Ach, das ist nur kurz. Okay, nochmal wechseln.
SpongeBob, was geht? So. Aber wie soll ich denn jetzt... Ach so, es geht nur um die Socke oder was? Patrick sollte mal wieder waschen. Wee-hoo. So, jetzt muss ich mal gucken, wo es weitergeht hier. Ei! Fieslinge! Jetzt bin ich schon wieder hier. Bitte tausche meine Antenne am anderen Ende der Dächer aus. Das ist ja unfair. Muss ich wieder darüber laufen? Schwerpeln? Ach nee, ich hab das in den Raum gewechselt. Das ist, Alter, wieder alle Gegner da. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Wie wird schon beim Zug schwindeln? Manu! So. Checkpoint. Juhu. Nicht vergessen, was? Nicht so gut wie Texas Wir sind hier richtig. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Korallcola. Ah! Wow! Knappe Sache hier. Da unten ist auch noch so ein Ding, was ich brauche. Warum habe ich das nicht eingesammelt? Wo sind denn jetzt diese Teile? Ich da rüberkommen? Nein! Ihr legt die Party ab! Achtung, Eichhörnchen im Anflug!
Nicht so gut wie Texas Barbecue. Ach, Menno. Ist das die Antenne? Auch nicht. Das ist die Antenne, glaube ich. Eine Erfrischung! Oh ne, das ist auch nicht. Hier sind überall Antennen auf den... Der Schirm, wo soll ich hier was runterrutschen? Oh mein Gott! Wow, fast. Wow, ich hab den Dingens vergessen. Die Socke. Igel, muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Das ist die Antenne? Nee. Geht's gar nicht weiter. Das war nur für die Socke zu holen. Okay, dann gehen wir nochmal hier hoch. Aber... Was um alles... Stein. Nee, das ist er nicht. Ja, sag mal. Ah, ich muss da unten. Wow! Wow! Nichts kann eine Lampflage aufhalten. Oh Mann, ey. Okay. Ich muss doch lenken. Wuhu! So. Dann darüber. Da ist ein Pfannenwender, okay. Aber... Das ist jetzt blöd. Ach, da ist eine Bushaltestelle. Boah, das ist... Ach, so, da, Spongebob, los geht's. Zack. So, da ist eine Kiste. Und Socken. Nein, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Und, ja, muss wohl hier rein. Du sagst es. Oh, diese Viecher. Frisch wie eine Frühlingsblume. Ach, da ist noch einer. Jo. Nach oben! Genau meine Größe. Ah! Peng! Geschenke öffnen ist klasse! Wie eine Frühlingsbrise! Hä? So. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Ah.
Marsch raus. Marsch hier. Ich kann wieder hoch. Na! Noch ein Pfund für Patrick. Oha! Zu den Dächern. Hier unten komme ich. Zu den Straßen. Ist doch gut.